Hallo, ich bin der Reflex und herzlich willkommen in meinem Video. Heute zeige ich dir die krassesten Trading-Fehler, die man eigentlich machen kann und die euch daran hindern, wirklich viele, viele Coins zu machen. Und wenn ihr euch dieses Video von Anfang bis zum Ende angesehen habt, dann hoffe ich, könnt ihr alle auf diese Fehler eingehen und euch auch nochmal drüber, ja, selber nochmal verinnerlichen, ob das eine oder andere auf euch zutrifft. Und dann solltet ihr auf jeden Fall aus euch herauskommen und auch wieder extrem viele Münzen machen können. Schaut euch das Video von Anfang bis zum Ende an. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und wir starten jetzt rein. Mich würde das sehr interessieren, welche Fehler du im Traden immer wieder machst oder die dir schon mal passiert sind. Schreibt mir das gerne unter die Kommentare. Bin echt gespannt zu lesen, was euch so schon widerfahren ist und so. Schreibt mir das gerne rein. Fehler Nummer 1. Und zwar folgendermaßen sogenannte Quellcodes. Die seht ihr immer wieder, wenn Trader das posten auf Twitter, Instagram oder sogar Videos auf YouTube bringen. Da werden sogenannte Quellcodes immer wieder vorkommen und die habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Die sind echt nicht schlecht. Man kann sich dann schon auf die eine oder andere SPC sehr, sehr gut einstellen. Aber wenn jemand sowas hochgeladen hat und ein YouTuber zum Beispiel sagt, du musst jetzt in die 82er investieren, die gehen durch die Decke, so Safe Call, ja? Es stimmt, er hat recht. Aber das Problem ist, wenn du jetzt von der Schule nach Hause kommst oder von der Arbeit, je nachdem, was du gerade vorhast, man hat ja nicht immer gleich Zeit zu investieren, dann ist das Problem, die Karten sind schon im Hype gestiegen und die sind dann schon teuer. Und viele von euch machen den Fehler und investieren dann trotzdem noch rein auf Krampf und wollen dann noch ein paar Karten mitnehmen. Macht das nicht, Jungs. Geht dann lieber in ein anderes Rating. Nehmt euch da welche mit, weil geringere Ratings werden immer gebraucht. Zum Beispiel, wenn jetzt der 82er SPC kommt, man braucht sehr, sehr viele 82er. Das heißt, alle gehen all in den 82er. Das ist alles gut und schön. Aber wenn die Karten angestiegen sind, dann würde ich persönlich mal schauen, könnte man vielleicht in 81er gehen, wie sind da so die Preise? Dann weicht am besten ein bisschen aus, schaut auf Footbin, wie die Preise sind, wie die Kurven aktuell sind. Ich würde da tatsächlich immer auf andere Sachen ausweichen, aber ja, nicht investieren, Jungs. Das ist der größte Fehler, den man hier machen kann. Ihr könnt vielleicht ein paar hundert Münzen Gewinn machen, aber wenn so viele Leute rein investieren, dann ist eher die Chance sehr groß, dass die Karten wieder sinken. Also man macht kein Plusgeschäft, sondern man macht eher Minus. Deswegen lieber Finger weglassen, ein bisschen ausweichen in andere Ratings. Fehler Nummer 2. Und zwar ist es oft so, man investiert in Karten. Die Karten steigen sehr, sehr gut an. Also man macht schon, keine Ahnung, 20-30% Gewinn und hofft, dass man noch mehr Gewinn macht. Wie zum Beispiel bei den Headlinern. Ja, kurz vor den entscheidenden Spielen, wo die Karte eventuell ein Upgrade bekommen kann. Das ist immer im Hype, ja. Da sind viele Leute, die halten an die Karten. Die wollen dann unbedingt, dass dieses Spiel gewonnen, also dass dieser Verein das Spiel gewinnt. Und dann auf Krampf hält man die Karten und hofft wirklich, dass die Karte dann noch weiter ansteigt. Aber das Problem ist oft, dass die Karte dann sinkt und zwar so massiv, dass man wirklich alle seine Coins in den Sand setzt. Und das ist natürlich so extrem krass. Ich gebe euch einen Rat. Wenn sowas ist, immer im Hype verkaufen. Wenn ihr seht, boah, ihr habt schon 20-30% Gewinn. Jungs, nehmt immer den sicheren Gewinn mit, weil alles andere kann richtig, richtig heftig in die Hose gehen. Man sieht es immer wieder. Man wartet zum Beispiel immer auf die Icon-SPC und dann wird das irgendwie angekündigt. Nur als Beispiel, die Karten, eure Karten, wo ihr investiert habt, sind schon echt gut angestiegen und dann kommt auf einmal doch keine Icon-SPC und dann gehen die richtig den Bach runter. Das ist echt so krass, Jungs. Deswegen immer, wenn ihr seht, eure Karten sind schon gut angestiegen, dann verkauft die wirklich mit Gewinn und haltet eure Karten nicht zu lange, weil investieren kann man wirklich tagtäglich oder mehrmals in der Woche. Deswegen haltet eure Karten, wenn möglich, nicht zu lange und verkauft die, wenn ihr schon Gewinn macht. Bei dem nächsten Fehler möchte ich was ansprechen und das ist überteuert verkaufen. Ich lade immer wieder auf meinem Kanal UV-Listen hoch und dann schreiben mir direkt nach zwei Stunden die Leute, ja, ich habe deine UV-Liste gemacht. Und es verkauft sich nicht. Sie ist scheiße. Es ist so, gerade bei UV-Listen oder was, da ist es wirklich das Entscheidendste überhaupt, ist einfach die Geduld. Ihr müsst stündlich die Karten draufstellen, macht nicht den Fehler und löst die Liste immer komplett auf. Das macht gar keinen Sinn. Fehler Nummer 2 ist, ihr macht die Liste nicht voll. Also ihr müsst wirklich hier eure komplette Liste voll halten. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel bei mir 95 Objekte angeboten. Macht die Liste voll, am besten auf 100, weil umso mehr Karten ihr drauf habt, umso mehr Chancen habt ihr, dass ihr die Karten verkauft. Ist doch ganz logisch.
Dann also zum Thema Geduld. Haltet die Listen. Vor allem, es gibt immer so spezielle Zeiten, wo UV sehr gut funktioniert und es gibt Zeiten, wo UV nicht so gut funktioniert. Wenn ihr morgens, jeden Tag in der Früh, keine Ahnung, um 7 bis 10 Uhr eure Karten auf den Markt stellt, dann ist es ja eigentlich vom Logischen relativ klar, dass man da nicht so viel verkaufen kann. Am besten ist es nachmittags, abends, nachts gehen sogar Karten ganz gut weg und am besten ist auch wirklich... Von Donnerstag bis Samstag funktioniert halt UV auch ganz gut. Daran müsst ihr halt immer denken. Das ist halt sehr wichtig. Die Angst, was Neues zu versuchen. Jungs, ich gebe euch wirklich den Rat, probiert mal was Neues aus. Wirklich, neue Sachen, neue Dinge probieren. Gerade die ich jetzt als Video immer wieder bringe, positionsverändertes Traden. Da haben viele Leute einfach nicht das Vertrauen in mich oder nicht in sich selber, dass diese Karten sich auch wirklich verkaufen lassen. Aber ich sag euch ganz ehrlich, die Karten verkaufen sich so krass und probiert immer wieder neue Trading-Varianten aus. Einfach mal nicht für 1-2 Stunden ausprobieren, probiert die wirklich für mehrere Stunden aus, für ein paar Tage. Dann kann man auf jeden Fall erst nach einer Woche, finde ich, kann man erst so richtig sagen, oh, die Trading-Variante ist gut oder die Trading-Variante ist nicht so gut. Einfach entfaltet euch, versucht neue Dinge aus. Ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr das macht, dann werdet ihr auch erfolgreicher, was Traden angeht und dann werdet ihr auf jeden Fall auch deutlich, deutlich mehr Coins machen können. Es gibt immer Karten, die sinken und es gibt immer Karten, die steigen. Deswegen investiert niemals nur in eine einzelne Karte. Ich gebe ja in meinen Investment-Tipps immer wieder Beispiele, in welche Karten ihr investieren könnt. Und da sind dann Leute drin, die schreiben mir in die Kommentare, boah, ich habe jetzt meine kompletten Coins in eine Karte gesteckt. Jungs, es tut mir direkt im Herzen weh, wenn ihr sowas macht. Macht das nicht, investiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, investiert jetzt in die 82er. Schaut auf euer Budget, wenn ihr 100.000 Coins habt. Nehmt von jeder Karte 10 Stück mit, Jungs. Macht eine Variabilität, weil dann können nämlich einzelne Karten richtig geil hochgehen und steigen. Und andere Karten steigen halt nicht so an. Und wenn du mal all in eine Karte gegangen bist, die nicht so geil gestiegen ist und jetzt zum Beispiel ein Kramaric einfach mal auf 3.000 Coins angestiegen ist, dann ärgerst du dich. Und man gleicht zudem auch immer wieder die Verluste, die man eventuell macht, gleicht man dann mit den anderen Karten aus, die dann gestiegen sind. Deswegen immer, also mein Rat, immer in unterschiedliche Karten investieren. Einen Trading-Fehler habe ich noch für euch und das ist halt einfach die Angst vor Verluste. Jeder Trader macht ein Minusgeschäft. Ich persönlich bin ein absoluter Risikotrader, Risiko, und zwar ist es so, ich mache echt auch viele Verluste, aber wenn ich so viele Verluste mache hier diese Verluste, die gleiche ich enorm aus mit meinen Gewinnen, Jungs. Ich mache immer mehr Gewinne wie Verluste, aber ihr dürft keine Angst haben, wenn ihr mal pro Karte 5.000, 10.000 Coins miese macht. Damit gleicht ihr das dann mit den anderen Karten wieder aus. Habt wirklich keine Angst. Es ist ja kein echtes Geld, was ihr dann hier habt, sondern das ist einfach ein Trading-Markt. Und Coins kann man sich halt immer wieder ertraden. Deswegen habt keine Angst vor Verlusten. Wie gesagt, knüpft an die vorherigen Trading-Fehler an. Investiert, traut euch mal und dann läuft es auf jeden Fall. Und dann geht es auch mit dem Trading bei euch nur noch bergauf. Vertraut mir. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Mich würde es auf jeden Fall sehr supporten, wenn du noch ein Like und ein Abo dalassen würdest. Ich bin dann somit raus, Jungs. Haut's rein und ciao.